Ja. Als ich weg war, Vater, ließ Stanley es zu, dass Mutters Anhänger zu Tieren verkamen. Als bekannt wurde, dass sie bald zurückkommen würde, wusste er, sie würden ihm die Schuld geben. Also fand er einen Weg, sie alle zum Schweigen zu bringen. Und das will er jetzt vertuschen. Das war's. Jetzt bleibt der ganze alte Dreck unter dem Teppich und Lam wird nichts erfahren. Hey, komm zurück, ich hab die Bahn für dich entriegelt. Aber merk dir, wenn Lam dich erwischt, keinen Ton zu ihr. Warte mal ab, Kollege. Ich bin noch lange nicht mit dir fertig. Warte mal ab, wenn ich mit dir fertig bin, Kollege. Ich gehe mir erstmal ein bisschen was kaufen. So, warte mal. Elektrobolt 2. Abfackeln 2. So, stecke mehrere Gegner auf einmal in Brand. Halte L2 gedrückt, um eine explosive Feuerbombe aufzuladen. Geil. Ein echter Kracher. Perfekt für eine Monsterexplosion. Badaboom. Everyone today. Yeah, so. Was haben wir denn noch? Eve Link, Verbandsgästenverleih noch mehr Eve. Medizinische Experte, du kannst einen weiteren Verbandskasten tragen. Oh, jawohl. Das klingt super. Quick Hack, das Hacken hat weniger Stufen. Feuersturm. Wenn du getroffen wirst, stößt du einen Feuerstoß aus und fügst jedem in der Nähe Schaden zu. Das ist geil. Das hätte ich gerne. Das hätte ich gerne. Dafür lasse ich mal das... Ja, den Eve-Schoner mal liegen. Können wir ein bisschen Platz schaffen. Wenn wir einmal dabei sind, einzukaufen. Ein Plasmiden-Slot. Plasmid-Slot ist... Ne, warte mal. Gentonikum ist das, ne, oder? Oder ist es Plasmin-Slot? Gentonikum ist das, genau. So, da haben wir damit nämlich ein Plätzchen wieder frei. Dann hätte ich gerne ein Gesundheits-, zwei Gesundheits-Upgrades. Und vielleicht nochmal ein Plasmiden-Slot. Und jetzt haben wir noch 60. Können wir noch mal gucken. Friere deine Gegner ein, zerschlage sie in 1000 Stücke. Das nehmen wir. Das können wir direkt hier ansetzen. Frieren Sie Ihre Gegner ein und zerschlagen Sie sie in 1000 Stücke. Yeah. Voll geil. Feier ich ein bisschen. Unser Interessenskonflikt scheint Elinor zu belasten. Ihretwillen habe ich diesen Männern klargemacht, dass du nicht leiden sollst. Ich übernehme die volle Verantwortung für jegliche etwaige Verärgerung deinerseits, bevor du stirbst. Warte mal hin. Oh Gott, wir haben eh keine Kuh. Oh ja, wir werden eh sterben. Doc Lam macht Dampf, Chef. Komm zurück zur Bahnstation. Wir sollten abhauen. Ja, ich werde eh sterben. Weil wir nämlich keinen Verbandskasten haben und... Oh Gott. Ich hätte gerne ein paar gekauft, aber ich habe keine Kohle mehr. Warte mal, kann ich hier vielleicht... Geht das? Ja, komm. Ich habe wenigstens Energie gekauft. War hier nicht noch ein Verbandskasten am liegen? Wer schreit denn da? Da liegt noch eine Eve-Spritze. Warte mal. Und ein Verbandskasten. Alter, ernsthaft? Alter, ernsthaft? Moment. Das funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Schieß doch!
Oh Gott, wir sind gleich tot. Wir sind gleich tot und ich habe keine... Das war so klar. Aber die hat, glaube ich, noch... Ich glaube, die bleibt ja so angeschossen, ne? Kann das sein? Wo muss ich hin? Hätte ich das gewusst, dass die Little Sister noch kommt, die Big Sister kommt? Alter. Wo ist die jetzt? Geh weg. Du stinkst nach Maggie. Ich weiß seit Jahren von Stanleys. Hä, wo ist die? Und ich hatte ihn vergeben. Aber er hat Eleanor in Gefahr gebracht und damit ist sein Schicksal besiegelt. Du siehst, es war Stanley, der dich an Ryan ausgeliefert hat. Er trägt die Schuld daran, was aus dir geworden ist. Die Sicherheitsstation ist jetzt offen. Du kannst deine Rache nehmen. Gütiger Himmel! Lärm hat es gewusst? Und da sieht sie zu, wie ich mir einen abbreche? Oh Gott, komm, Kumpel, die Bahn ist bereit! Lass mich leben! Du Drecksack. Ich mach dich alle, du Schwein. Du bist schuld daran, dass Eleanor eine Little Sister ist. Du mieses Stück Scheiße. Du bist schuld daran. So. So, nimm mal. Huch. Hallo? Was denn jetzt? Irgendwie jetzt gerade. Hat sich der Controller gerade irgendwie selbstständig gemacht. Ich habe keine Ahnung warum. Medipack wäre mal ganz cool. So. Lam ist also ausgebrochen und kommt zurück. Wow. Okay. Das hatte ich nicht auf der Rechnung, aber okay. Das wird jetzt... Was mache ich denn bloß? Ich habe ja gehört, was viele von den Leuten hier unten sagen. Ein paar, die ich kenne, haben die Sache mit Eleanor gesehen und wer weiß, wer was weiß. Man kann nicht einen ganzen Kult zum Schweigen bringen, oder? Vielleicht doch? Ja, vielleicht kann man das doch. Er hat genau das bekommen, was er verdient. So, Ziel abgeschossen. Steig in den Zug nach Fontaine's Futuristics. Ah, jetzt kommen wir wieder nach Fontaine Futuristics. Das heißt, es könnte schon finales Level sein sogar. Klingt zumindest danach. Ich bin sehr gespannt. Oh, 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 oh. Ich bin... Nachdem das, was wir alles gesammelt haben, Medipacks, ZZ, Munition, haben wir nichts quasi davon behalten, weil wir so runtergebuttert oder runtergewirtschaftet worden sind, weil das Spiel so schwer wurde gerade. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Also ich bin sehr gespannt, wie der finale Kampf wird. Ich meine, im ersten Teil ging der eigentlich. Der war leichter wie das Spiel selber. Und ich freue mich riesig auf den dritten Teil. Auf Infinite. Wir sind da, ne? Oh Gott. Hier wären wir, Chef. Endstation. Wenn ich mich nicht irre, benutzt Eleanors Mami Adam, um dem armen Mädchen sämtliche Gedanken und Erinnerungen Raptures einzutrichtern. Lam denkt, dadurch wird die Kleine zu einer Heiligen. Eleanor befindet sich in einem dunklen Raum unterhalb des Fontaine-Hauptquartiers. Und um dich am Leben zu erhalten, müssen wir uns da reinschleichen und sie finden. Ja, yep. Endstation. Neues Ziel, brich in Fontaine's Futuristic ein. Okay, es ist definitiv Endstation, also letzte Station. Letzte Haltestelle. Ja, wir schauen mal. Ja, yep. Definitiv Endstation. Vita-Chamber ist aktiv. Wieso musste ich den einen Vita-Chamber aktivieren? Ich bin mir nicht sicher. Diese Einrichtung gehört jetzt der Stadt. Ryan Industries. Zumindest bis die Unruhen abflauen. Es ist zwar bedauerlich, dass solche Maßnahmen ergriffen werden mussten, aber ich muss gestehen, es ist auch erfreulich, dieses Gebäude zum Abbruch freizugeben. Fontaine ist fort. Lamp ist fort.
Beinahe jedenfalls. Und dann ging alles wieder mal den Bach runter. Warum sich überhaupt die... Hallo. Früher nicht. Warte mal. Mal was gucken. Hier. Und dann ging wieder alles den Bach runter. So, hier ist also alles dafür bereit, um... Was hier? Einheit und Metamorphosen. Ah ja. Guck's dir die an. Die Schnalle. Lam sieht alles. Ja, ja, klar. Hinterrücks sieht sie alles. Sie hat sich nichts erwirtschaftet. Nichts. Alles nur quasi von jetzt auf gleich. So, neues Tonikum. Schadensforschung. Bist du ein Meisterforscher? Mach mit Schadensforscher das Beste aus deinen freigeschalteten Schadensboni. Ja, kann man machen. Oktober 1967. Hallo. Mein Name ist Gilbert Alexander. Und in weniger als einer Woche werde ich im klinischen Sinne geisteskrank sein. Ich mache diese Aufnahme noch vorher. Als letzten Versuch, Menschen, für die ich vielleicht eine Bedrohung sein werde, zu helfen, mich auszuschalten. Meine nächste Aufnahme wartet hinter dem Sicherheitscheckpoint auf Sie. Der Bioscan stellt sicher, dass Sie psychisch normal genug sind, um diese Aufnahme überhaupt zu brauchen. Mhm. Finde Jill Alexanders nächste Aufzeichnung. Jill Alexander? Wenn ich mich recht erinnere, war er von Anfang an der Entwicklung der Big Daddies beteiligt. Mhm. Sehr wahrscheinlich, dass er was mit dir und Eleanor zu tun hatte, mein Junge. Er könnte uns also quasi auch helfen, wenn er noch unter den Lebenden ist. Kann ich hier... Ah. Ja, wir fluten es mal. So. Hui. Ich höre schon wieder die Little Sister. Oh, hier liegt Adam. Adam! Ich hänge. Hallo? Ich hänge. Und hier ist sogar eine Kiste mit Verbandskasten. Ich werde verrückt. Das Schöne ist, wir haben hier unten gar keine Lebensanzeige. Das heißt, ich könnte hier für immer leben. Hier unten. Ja, am Meeresgrund. Fontaine's Futuristic. Waren wir da im ersten Teil nicht auch gewesen? War da nicht der finale Kampf? Bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ich meine, ja, da haben wir doch... Haben wir da nicht Atlas getötet? War da nicht Fontaine seine... Und da ist jetzt Lamp auch drin? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay. Dann wäre das doch tatsächlich schon das große Finale. Huch. Oder beziehungsweise, wir sind auf dem Weg zum Finale. Naja, gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir da... Du bist gefeuert. You fired. Will ich sogar Geld rum? Tja, Kumpel. Ist wohl schlecht gelaufen für dich. Gespritzt. Es ist nichts mehr übrig. Mr. A?
Ich bin dein Arbeitgeber, du sprechende Pestbeule. Wie heiße ich? Alexander der Große. Oh, jetzt fällt es ihm wieder ein. Zu spät, mein Freund. Zu spät. Betrieben! Du bist gefeuert! Entlassen! Ich hoffe, ihr anderen lasst euch das eine Lehre sein. Eieieiei. Oh, sie kommen wieder, um sich noch mehr geniale Erfindungen von Fontaine unter den Nacken zu reißen, was? Sie müssen wissen, Sir, ich bin eine juristische Person. Sehen Sie, Sir, ich bin Alexander der Große. Eine Firma ist ein Organismus, mein Freund. Und ich kann dich mit einem Fingerschnippen zurück in den Ozean hinauspissen. Toll. Sehr. Wieso habe ich denn... was? Wieso sind so nett? Das gibt's doch nicht. Wo denn? Wo? Das gibt's doch nicht. Komm doch runter und kämpf wie ein Mann. Warte mal, Oh Mann. Mei, gibt es das hohl. Wie viel vertragen die denn? Das ist doch abnormal. Das ist doch nicht normal, wie viel die vertragen. Das ist doch so unlogisch. Wir haben so Waffen. Und es bringt einfach nichts. Es bringt einfach gar nichts.